Guten Morgen, liebe Zuschauer. Lassen Sie uns gemeinsam auf den DAX blicken mit Thomas Bergmann. Hallo. Grüß dich, Michael. 0,6% hat der DAX gestern verloren. Die Handelsspanne war aber sehr gering, gerade mal gut 50 Punkte, in der er sich bewegt hat. Also er ist mit diesem Minus auch schon in den Tag gestartet. Dann ist nicht viel passiert, gab ja keine Vorgaben oder Impulse aus den USA. Da war Feiertag. Jetzt ist er heute ebenfalls mit dem leichten Minus wieder gestartet, hält sich gerade noch so über 11.100, also wirklich sehr knapp, aber immerhin. Ja. Vom Handelsstreit gab es, glaube ich, nichts Neues. Theresa May hat einen neuen Plan B, der wie Plan A ist irgendwie vorgelegt. Yeah. Auch nicht so viel Neues. Was bewegt uns momentan? Na, IWF hat die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft etwas nach unten korrigiert, am stärksten für Deutschland. Und ja, das wirkt etwas nach. In Asien gingen die Kurse deswegen nach unten und wir bilden es nach, wobei hält sich in Grenzen und wie gesagt, wir sind ja von 10.280 auf 11.280, glaube ich, waren wir. Und nach 1.000 Punkten, da nehmen manche Gewinne mit, das ist völlig normal. Ist es zu verkraften. Ist jetzt auch nicht tragisch, charttechnisch gesehen, dass wir wieder bei 11.100 sind. Hier, das ist wichtig, die 10.39 und natürlich die 11.000-Punkte-Marke. Aber wenn wir hier uns stabilisieren sollten, wäre das sehr positiv. Und dann können wir auch Anlauf auf die 11.500 hier nehmen. Von der 12.000 wollen wir jetzt mal noch nicht sprechen. Ich habe jetzt jüngst eine Prognose gelesen. Die sehen ein großes Bankhaus, eine Spanne von 10.5 bis 13.000 in dem Jahr unter hoher Volatilität. Aber das ist auch für mich Stochern im Nebel. Dass es volatil bleiben wird. Ich glaube, das haben unsere Zuschauer schon registriert. Und ja, kurzfristig zumindest werden wir uns leicht mal durchschnaufen. Aber heute Abend geht ja die Berichtssaison weiter in Amerika und dann hoffentlich kriegen wir neue positive Impulse. Unterdessen schauen wir noch aufs Produkt, das weiterhin aktiv ist. Da hat sich nicht allzu viel getan. Das wird uns hoffentlich auch gleich eingeblendet. Ja. Ein Turbolong-Produkt auf den DAX. Wir haben jetzt heute Morgen den Stoppkurs auf Einstand nachgezogen auf 9,31 Euro. Mehr gibt dazu im Moment eigentlich nichts zu sagen. Gewinne laufen lassen und Stopp beachten. Fertig. Okay, dann sehen wir gleich nochmal die DAX-Tafel eingeblendet zum Schluss, nehme ich an. Ein kleines Minus von 0,2%, war es gerade immer noch in dem Rahmen, spielt sich's ab. Genau. Morgen schon mal wieder auf den DAX. Danke dir, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Bis morgen.